Für einen Doktortitel ist es nie zu spät. Am Dienstagmittag wurde der 102-jährigen Ingeborg Söhm-Rappoport in Hamburg feierlich ihre Promotionsurkunde verliehen. Herzlichen Glückwunsch. Dabei liegt ihre schriftliche Promotion schon fast 80 Jahre zurück. Die Kinderärztin schrieb ihre Arbeit über das Thema Diphtherie. Die abschließende mündliche Prüfung durfte sie 1938 jedoch nicht ablegen. Ab 1933 musste meine Mutter mit einer gelben Studentenkarte studieren und ihr Prüfungsbogen war mit einem dicken gelben Streifen markiert. Der Zutritt zur Mensa war ihr verwehrt. Ihr Gefühl, ein Außenseiter der Gesellschaft zu sein, war jetzt real. Grund war die jüdische Abstammung ihrer Mutter. Dadurch fiel die damals 25-jährige Doktorandin unter die Rassengesetze der Nazis. Der Dekan der medizinischen Fakultät am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Professor Uwe Koch-Gromus, hörte von ihrem Schicksal. Er leitete eine nachträgliche mündliche Prüfung in die Wege. Meine beiden Beisitzer, hochdekorierte Naturwissenschaftler, waren mehr als beeindruckt. Freunde und Verwandte halfen der rüstigen Rentnerin beim Büffeln für die mündliche Prüfung. Frau Söhm-Rappoport bestand diese mit Bravour und damit ist sie die älteste Doktorandin der Welt und darf sich nun Professor Dr. Dr. nennen. Ich sehe in diesem Ganzen ein hoffnungsvolles Zeichen eines neuen, anderen humanistischen Geistes an einer deutschen Universität. Und ich freue mich, dass es besonders hier in meiner alten Heimatstadt in Hamburg stattgefunden hat. Ich danke.